Hallo meine lieben Kinder, willkommen zurück zu Bramble the Mountain King und hier geht's äußerst brutal zu. Deswegen ist es eigentlich nichts für Kinder. Ah, scheiße! Oh mein Gott, ich habe gerade nicht gesehen, dass da an den Bäumen das Moos wächst, wo ich mich festhalten kann. Ach du Elend, wer stellt denn hier diese Fallen auf? Oh nein. Das ist der böse Troll. Der fängt die armen Kobolde ein. Oder was? Ah. Ach du Scheiße. Können wir über diese spitzen Pfähle und über diese Fallen. Mann! Das Arschgesicht. Oh nein. Ja, schon, dass da eine Fallgrube ist. Holy shit. Ach du Elend. Hast du das einfach aus Bosheit getötet? Das Tier? Weil er das essen will. Was für eine böse, böse Märchenwelt das wohl ist hier. Mann, Mann. Es ist so bedrückend. Weißt du? Es wirkt so niedlich und auf einmal ist alles so böse. Oh ne. Der unsere Schwester gefangen hat. Alter, guck mal. Er ist halt bis oben zum Scheitel voller Schlotz. Stört ihn auch gar nicht. Ach so Scheiße, ey. Boah, du Ekelhafter. Er ist ein anderer. Alter! Was zum Geier? Ich hab mich einfach in der Mitte in zwei gehackt. Was zur Hölle? Muss ich da drüber springen? Oder muss ich da springen, wenn er mit der Faust auf den Tisch schaut? Ach du Scheiße, ey, dieser widerliche. Ah!
Ja, so geht's. Blende dich, du ekelhaftes Schwein. Ah, ich hasse ihn. Alter Schwede. Das passt wirklich, alter Schwede. Kannst du dich ausdenken? Widerlicher Typ. Ulla wanted to cry. A couple of hours ago. He had been in his warm bed. Now, he had almost died several times. His sister was gone, and he was soaked in smelly sewer water. Naja, eher ein Eingeweide war er getränkt. Lauft ja auch von zu Hause weg, Kinder. Hab ich keiner erzählt, dass es sowas wie Trolle gibt? Oh, da oben sind die ganzen armen kleinen Viecher. Ich rette euch. Oh. Am Ende sind das Giftpilze und die landen da drin und sterben alle. Nee. Oh. Ja! Ihr seid frei, aua. Und jetzt macht's und verschwindet hier, ihr kleinen. Jawohl. Ja, alles schon. What the fuck? Nicht da lang. Alter, die armen kleinen Viecher. Komm mit. Die einfach sterben. Die armen Kleinen. Waren nur noch 5, nicht nur 3. Ach du Scheiße. Nein, oder? Alter! Was für ein Spiel ist das? So voll gnadenlos, wie die einfach niedergemetzelt werden, die armen Viecher. Troll. Du Fiend-Troll. Mach ein Möbelstück aus dir.
Für Ikea. Das nennt man dann Kacktröll. Was war das denn? Hallo? Wo bin ich denn? Bin verbuggt. Ach jetzt. Lauf, Junge. Wow, ich bin... Okay, ich starte nochmal von Checkpoint. Irgendwie hat das Spiel so ein Problemchen manchmal. Ach komm jetzt. Aber wir sind schneller jetzt. Ist nicht sehr Speedrun-freundlich, das Spiel, leider. Ja, ja, komm. Keine Angst vor deiner blöden Laterne. Ich langsam. So war es wohl gedacht. Oh nein. Ich war da eben ganz anders. Da waren überall diese Wichtel noch. Oh, komm mal im Wasser. Falle gesehen. Alter, guck mal, die Sau. Sogar im Wasser hat er sie platziert. Boah. Ey, du bist vielleicht... Du bist vielleicht eine kleine Sau. Ecksau. Oh nein! Oh nein! Boah, ganz schön miese Stelle. Da ist eine Hand. Mache ich jetzt? Alter. Alter. Ah! Ey! Einfach Quatsch. Ja, ihr könnt auch in so einer Death Metal Band mitspielen aus Schweden.
Scheiße, ist das Spiel gruselig, meine Güte. Ich glaube, es ist genau hinter ihm vorbei, ne? Wird das jetzt die ganze Zeit unser Feind bleiben? Ich meine, gut, der hat unsere Schwester, ne? Aber sie hat er nicht getötet, der hat sie in so ein Säckchen gepackt. Nur uns zersquasht er direkt den Kopf. Und ich nett. Schaffe ich doch nie, oder? Oh doch, er schafft's. Mit seinen komischen Crocs da. Eine Olle. Nein! Was? Wow. Wir haben einfach mal die Zapfenmännchen getötet. Es tut mir leid. Aber ihr wart ja nur Fantasiewesen. Well. Alter! Nein! Wow. Wow, dieses Spiel ist es besser als Limbo. Zumindest von der Gewaltdarstellung. Schon lecker. Oh nein! Da war ein kleiner Typ drin. Ich habe schon wieder so ein Männchen getötet. Nein, 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 nein! Oh, das sah man jetzt aber auch blöd, dass man da nicht hochklettern konnte. Ach, echt schon wieder von hier? Ich meine, die Rücksetzpunkte sind jetzt auch nicht so schlimm, aber ist halt schon wieder so ein Minütchen. Komm, 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 komm. Ah. Warte mal, diesmal will ich noch mal gucken jetzt. Au. Gibt's hier immer noch so eine Figur? Nee? Na. Ah. Das ist ja auch eine böse Welt hier. Drauf. Ich frage mich halt echt, fressen die Tiere oder töten die einfach nur aus Spaß? Oh, guck mal, da ist ein Mäuschen. Ein kleines Mäuschen. Ach, komm mal, der Butcher wieder. Hat der mit dem Troll zu tun vielleicht?
Alter, das sind... Ist das Schimmel oder was? Boah. Ich bin gerade froh, dass es keine Riech... Also keine Spiele gibt, wo man riechen kann, was gerade passiert. Boah, geil. Muss richtig schlimm riechen hier. What the fuck, der Kochtopf. Auch der Blutsuppe. Was? Ja, immerhin hat er sich direkt in die Suppe geworfen. Na komm schon. Au, 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 au. Ich würde sagen, wenn der jetzt nicht aufgegangen wäre, uns hätte bestimmt keiner geholfen. Wir haben schon so viele von diesen kleinen Kobolden geopfert. Was ist das denn? Ach, wieder die Zapfenmännchen. Oh, was ist denn das für einer? Lass die in Ruhe. Alter. Ach, die töten mich. Ey. Das sind die kleinen Spieße. Am Ende spießen sie mich auf und töten mich. Das wäre krass. Au. Oh, guck mal. Er frisst mich jetzt. Olaf felt bad for the ill-treated giant. Hey. Lemus might be big, but he had a warm stone heart. All he longed for was a friend, but his face scared him most. Even so, it seemed like he had found one. Also sind die Zapfenmännchen auch so irgendwie gemein und böse? Oh. Auf dem Pilz. Ach, wieder so ein Leuchtkügelchen. Ja, wir haben wieder eins. Wäre toll, wenn das die Superwaffe gegen den Troll wäre. Da kommt dann nämlich schon wieder die Sau. Ah! Widerlich. Okay. Ach, die Lichtkugel, ne? Ah, er ist versteinert worden, weil es Tag ist. Ja, aber nachts wacht er wieder auf, oder? Wie ich.
Ulle was comforted by the morning sun. He had survived the night, but just barely. Was mit Lillehammer? At least he had found the stone again. Was mit unserer Schwester? Guck mal, die Partikeleffekte, wie schön das aussieht. Like it was his sister's way of telling him he was on the right path. Oh, die Blümchen. Ach, wie schön. Der Igel. Wie wunderschön dieses Spiel ist, Mann. Also es hat natürlich auch böse Momente, aber... Oh. Süß. Mit dem Regenwurm. Können Igel schwimmen? Ich zweifle es ehrlich gesagt. Ach, ist das schön. Um die Froschen. Ist schön, dass irgendwie nicht alles böse ist und uns töten will. Als nächstes den Regenwurm essen, der arme Igel. Der sich freut, bis er von der Falle zerquetscht wird. Dann ist er wieder tot. Weil das Spiel das gerne macht. Oh, Pusteblumen. Haben sie sich auf die Köpfe gemacht, oder? Oha. Ah, guck mal, der Riese wieder. Der Steinriese. Oh. Er schläft. Was kann ich denn hier machen? Ja, komm. Lass dich mal fressen von dem. Vielleicht kitzelt ihn das ja auch und dann wacht er auf irgendwann. Oh ja. Ja, er ist wach. Er freut sich. Dankeschön. Wow. Oh. Was denn los? Sind deine ganzen Verwandten tot? Und ich für spitze Fingerchen. Bisschen unheimlich sind sie ja schon. Die Süßis. Kann ich denn schwimmen? Also, das ist hier wahrscheinlich gerade mal so eine Pfütze.
Olle, der muss da fast schon... Ja, der wartet ja richtig durch schon. Oh, da sitzt was. Das ist eine Figur. Ja! Lemos Figurne. Okay. Figurine. So, Lemos Figurine habe ich bekommen. Ah, ist das putzig. Din, din. Tada. Oh. Das sind wirklich Kinder. Was? Ich muss tanzen. Ich muss tanzen. Aber nicht dahin. Oh Gott, nein. Au. Warum habe ich das jetzt gemacht? Weiß es nicht. Aber wir machen hier nächstes Mal weiter, liebe Leute. Das war's für den Part. Und ich bin so gespannt, was noch passiert. Wenn ihr auch wissen wollt, was geschieht, dann klickt auf das nächste Video von Bramble the Mountain King und freut euch mit mir gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.